ist er wieder. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Freitag, den 3. September. Back on the road. Nach viel Arbeit. Ein wunderschönes Wochenende mit dem Camper. Und... oh, immer noch müde. Wir fahren jetzt nach Bulls Gap. Mal wieder. Fahren nach Bulls Gap. Und holen da wieder diese komischen Plastik-Zaunelemente ab und fahren damit hoch nach Norwood, Massachusetts zum Home Depot. Da, wo wir vor meinem Urlaub auch waren. Ja, alles in allem war es ein sehr schöner Urlaub. Ja, erholt nicht wirklich, weil viel Arbeit zu Hause war. Und habe jetzt im Prinzip 2,5 Wochen, die ich jetzt draußen bleibe. Und am 22. geht es wieder nach Hause. Am 23. muss ich die Torte machen, die Hochzeitstorte. Am 24. ist die Hochzeit. Und am 25. geht es wieder los mit dem Camper. Diesmal eine große Runde. Hoch bis nach Maine, dann rüber von Maine Richtung New York zu den Niagara-Fällen und dann wieder zurück nach Hause. Ich glaube 2300 Meilen oder so insgesamt. Keine Ahnung. Irgendwie so. Aber ich denke mal, es wird sehr schön. Wir freuen uns schon drauf. Babsi und ich und Sherry. Ja, denke mal auch. Hauptsache Auto fahren. Sherry liegt ja Auto fahren. Aber ansonsten geht es mir prächtig. Kann ich klagen. Wetter ist auch gut, wie man sieht. Ist relativ kühl. 62 Grad Fahrenheit nur. Gott sei Dank. Von mir aus kann es jetzt langsam mal ein bisschen kühler werden, aber ich denke mal, das wird noch eine Weile dauern, bis es kühler wird. Ja, noch 32 Meilen bis zum Kunden. Und dann schauen wir mal. Meine Red Confirmation sagt, ich habe um 15 Uhr Appointment, Pickup. Aber normalerweise laden die auch früher. Wie gesagt, letzte Mal, wo ich da war, war es leer. Gut, da war ich natürlich auch sehr spät da. Fast mitten in der Nacht. Heute ist Freitag, ich bin relativ früh da. Also wir haben es jetzt 8.45 Uhr, bin dann um 9.25 Uhr da. Und dann hoffe ich, dass ich beladen werde. Hier sind wir übrigens auch lang gefahren, als wir campen waren. Wir waren ja Panther Creek, Tennessee. Das Wochenende war schön, aber für mich halt nicht so zu genießen, weil starke Schulterschmerzen hatte und ja, war nicht so, aber trotzdem, ich habe die Zeit genossen, mich da ein bisschen ausgeruht und vielen Dank an dieser Stelle nochmal, Linda und Gotti, die uns damit Essen reichlich versorgt haben und Linda mit Massagen, mein Rücken. Ja, also war echt toll. So, wir fahren jetzt auf die Interstate 81 Richtung Norden. Ja, die große Tour werden wir wahrscheinlich mit Babsi im Auto machen. Weil mein Ram, mein Pickup-Truck, der ist ja immer noch so ein bisschen wehleidig.
Der hat ja immer noch dieses Problem mit dem, dass er so ein bisschen ruckelt, also nicht ruckelt. In a half mile, keep to the right on I-8. Kann man im Prinzip gar nicht so richtig erklären, was das für Symptome sind. Na, auf jeden Fall. Was ist denn das hier für ein Geräusch? Weg. Ja, als wenn er so zwischenzeitlich keinen Sprit kriegt. Ne? Also wir haben jetzt schon eine neue Dieselpumpe eingebaut und Computer rangehängt, mit dem Computer gefahren. Keine Ahnung, also von den Werten her ist eigentlich alles in Ordnung. Auch die Injektoren sind in Ordnung. Keine Ahnung, woran es liegt und... Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich am Wochenende jetzt, vorgestern noch so einen Brake Controller eingebaut bei Babsi im Auto. Der Renale, der von Hause aus normalerweise reinkommt, wenn man so ein Package nimmt. Den kann man dazu kaufen, also das Plug and Play. Das ist im Prinzip so ein Modul, was unterm Armaturenbrett angeschraubt wird, eingesteckt wird, weil die Stecker schon alle vorhanden sind. Und dann halt vorne dieser Schiebehebel, wo man auch noch die Stärken der Bremse, der elektronischen Bremse für den Trailer noch variieren kann. Der ist dann vorne auch noch im Dashboard, also hier im Dashboard, nicht unterm Radio, wo die ganzen anderen Knöpfe sind. Da ist der originale Platz da und da kommt er dann rein. Den habe ich noch eingebaut. Aber die haben keine Zeit gehabt oder hätte zu lange gedauert, das alles zu machen mit der Software und so. Jetzt muss Bobti in den nächsten 2,5 Wochen noch zu Dodge fahren und die Sachen alle updaten lassen. Also Software-Update für das Radio. Und dann halt die Software aktualisieren lassen mit dem, also einprogrammieren lassen, den Trailer, den Brake Controller ins System einprogrammieren lassen. Das muss er noch machen. Ansonsten können wir mit dem Auto halt den Trailer nicht ziehen. Ne? Ohne Brake Controller geht die Trailerbremse halt auch nicht. Und deswegen muss das gemacht werden. So, 20 Meilen noch, dann fahren wir von der Autobahn runter, 26 Meilen noch bis zum Kunden. So, gleich sind wir da. 1,5 Meilen noch. Mal hier rumfahren. Approaching destination in 1.5 miles, on the right side. Speed warning. Speed warning, sagt sie. Naja, ich bin mal gespannt, ob es sehr voll ist heute. Jetzt, früh morgens. Oder ob wir Glück haben und gleich drankommen. Weil die brauchen ja doch ein bisschen länger zum Laden. Die sind ja nicht die schnellsten dort. Speed warning. Autumn comes too soon.
diesmal habe ich meine eigene Leiter mit, um meine Gurte da eventuell durchzuschieben und Belly Straps zu machen. Idaho Timber. Ja, eine schöne leichte Ladung. Hätte ich die Ladung genommen, die mein Fernseher wackelt. Die Montag zum Abladen ist, wären nur 7000 paar zerquetschte Pfund gewesen. Approaching destination in 0.2 miles on the right side. Aber ich habe die genommen, die Sonntag zum Abladen ist. Weil es mir lieber, wenn ich Sonntag ablade und Montag dann halt gleich wieder. You have arrived at your destination. On the right side, 740 and Main Street, TN66. Montag dann gleich Zeit habe, um eine neue Ladung aufzunehmen. Na, mal sehen, was ich diesmal bekomme. Für den Schweinkram. Also in der Reihe steht niemand. Doch einer. Einer steht da. So, dann werden wir uns mal hier in eine Reihe stellen. Und wenn wir da vorne stehen, wo der weiße Koffer auf Flieger steht, gehen wir ran, rein zum Anmelden. Und dann fahren wir einmal im Kreis. Habt ihr auch schon mal gesehen. Stellen uns in eine Linie und warten. So, hier ist Tarping Station. Also Tarping Station, hier tarpt man. Und da vorne. Ups. Und ja, da drüben ist Tarping Station. Da werden die Tarpsführer ausgerollt. Dann fährt man unten runter, dann werden die wieder raufgelegt. Dann fahren wir hier hin und machen die Tarps fest. Sind natürlich wieder 8 Fuß von der Ladung her. Meine Tarps sind aber nur 6 Fuß Tarps. Also bleibt wieder ein bisschen frei unten. Aber ist okay. Naja, warten wir mal. Ja. Oh, mein Schnecki. Oh, war zu Hause, war so schön. Ne? Ja, zu Hause war so schön. Hm, mein Schnecki. So, wir haben geladen. Wir haben geladen. Ich muss jetzt mal hier rumfahren. Ich erst mal umgezogen. Trockner T-Shirt an den Zungen, weil wir haben es 82. Ist relativ kühl, ne? Also 82 Grad sind ungefähr 26, 27 Grad Celsius, glaube ich. So. Das ist die Ladung, habt ihr gerade gesehen. Ja? Dann fahren wir jetzt mal Richtung Massachusetts. Feierabend für heute. Wir haben noch ein paar. In 1.5 miles, take US 11 Lee Highway. Also, und dann noch eine halbe Meile, also 2 Meilen bis zum Lee Highway Truck Stop.
einer meiner Favoriten Truckstop, da haben wir ja schon einige Male gestanden. Und da werde ich heute auch stehen. Hab zwar noch 2,5 Stunden auf der Uhr, aber wir wollen es mal nicht übertreiben den ersten Tag nach dem Urlaub. Mal ein bisschen Piano machen, ne? Gemach, wie der Marco immer so schön sagt. Gemach. Dann noch Benzin holen für den Generator, dass man die Klimaanlage anschmeißen kann. Ich denke mal, dass wir sie heute Nacht nicht brauchen werden, aber jetzt ist immer noch, ich glaube 24, 25 Grad haben wir immer noch oder ein bisschen mehr, also 81 Grad Fahrenheit. Oh. In a half mile, take US 11 Lee Highway and then turn left in 0.3 miles. Komisch immer, wenn die Kamera an ist, fängt an zu gehen, ey. Turn left in 0.3 miles. Stört euch eigentlich jetzt die Sonnenblende da oben? Nee, ne? Also mich stört sie nicht. Ich finde es sehr, sehr, sehr angenehm, dass die da ist. So, jetzt nach links und dann sind wir auch schon gleich da. Eine sehr doofe Kreuzung hier, aber na toll, kann sich ja nur noch um Stunden handeln, jetzt fahre ich aber. So, haben wir's. You have arrived at your destination, on the right side. So, dann stellen wir uns nämlich hier hinten wieder in die Ecke. Hier haben wir letztes Mal auch gestanden. Da haben wir nämlich nur links eventuell einen Reefer und nicht links und rechts. So, wie viele Meilen haben wir denn morgen noch? Na los, jetzt hat sich mein Navi aufgehängt. Klasse. Hier. Proceed to the highlighted route. 616 Meilen. Naja, wenn wir Sonntag noch ein paar Meilen fahren, ist auch nicht schlimm. Sonntag um 10 haben wir Termin, passt schon. Also, wir werden ja mal den Feierabend einläuten. Bis morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich denke mal, ihr könnt mich noch nicht sehen, weil es immer noch zu dunkel ist. Wir haben es jetzt 6:30 von morgens. Bin heute früh um 4 losgefahren. Und ja, da kam doch schon wieder was. Zeige euch mal. Sehr schöner roter Himmel da hinten. Aber das ist erstmal unwichtig. Erstmal das. Dann das. Da werde ich jetzt gleich mal anhalten. Irgendwo. Und meinen Zauberkasten daran halten und den Code löschen. Das ist der Code SPN4364. Das hat irgendwas mit dem After-Treatment-System zu tun, also sprich DPF, DEF, also Abgas. Ganze Abgasgeschichte. Das ist passiert, als ich eben irgendwie durch so ein relativ großes Schlagloch gefahren bin. Also scheint irgendwo sich einen Sensor verschluckt zu haben oder so, hoffe ich, dass es auch nur so ist, weil wie gesagt, ich habe keinen Leistungsverlust oder kein D-Rate-Anzeige oder sonst irgendwelche. Es ist einfach nur die Check-Engine-Leuchte angegangen und fertig. Na, da fahre ich jetzt auf den nächsten Parkplatz, hole meinen Zauberkasten raus, schließe den an, lösche den Code und dann werden wir sehen, ob er wiederkommt oder ob er wegbleibt. Schauen wir mal. Wir sind jetzt gleich in Maryland. Aber ja,
wahrscheinlich aufs Welcome Center oder auf den Parkplatz vom Welcome Center drauf fahren und die Sache mal erledigen. Ihr könnt natürlich den schönen Sonnenaufgang nicht so richtig sehen durch die Sonnenblende. Aber das ist mir auch egal. Weil ich sehe es ja. Das reicht. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder auf die linke Spur, weil die rechte Spur eine Abfahrtsspur ist. Mal sehen. So, machen wir das so und nicht anders. Welcome, Maryland. Crossing border, entering Maryland. So, nächster Bundesstaat ist Pennsylvania. Halbe Meile noch, haben wir Welcome Center auch. Von Pennsylvania. Ist mittlerweile schon ein bisschen heller geworden in den letzten 5 Minuten, 10 Minuten. Oh, sieht voll aus. Aber ich denke mal, das sind die Reste, die gestern Abend dort stehen geblieben sind. Und dann kann ich nämlich auch Sherry gleich noch füttern. So. Ja, wenn wir schon ein Plätzchen kriegen irgendwo. Nicht, dann müssen wir halt irgendwo. Ach doch, hier ist doch genug Platz. Guck mal hier. Continue on this road for 66 miles. So, siehst du? Hier ist unser Zauberkasten. Das ist im Prinzip nichts weiter als ein Metallkasten mit einem Stecker dran. Mehr ist das nicht. Da ist kein Display drauf, da ist gar nichts. Ne? Also einfach nur so ein Stück Metallkasten. So, dann machen wir den Stecker ran. Halt den erstmal raus. So, dann machen wir das Fahrzeug jetzt aus, warten eine Minute, dass der Strom komplett weg ist und schließen das Teil, oh, sieht man gar nichts, ne? Da unten an eine Diagnosesteckdose. Diagnosesteckdose reimt sich sogar mit diesem Stecker hier. So, jetzt stecken wir den da rein. Machen einfach nur die Zündung an. Und warten, was passiert. Normalerweise müsste diese Lampe da gleich ausgehen. Zack, aus ist er. Jetzt der Fehlercode gelöscht. Jetzt gucken wir hier nochmal drauf. Und da steht okay. Ups. Kein Fehler mehr. So, dann können wir nämlich den Stecker wieder rausziehen, Zündung ausmachen. Das Teil legen wir mal nicht so weit weg, falls der Fehler nochmal kommt oder was auch immer für ein Fehler das war. Also After Treatment
weiß ja, was das für ein Fehler war. Also ihr braucht jetzt nicht googeln und dann in die Kommentare schreiben, Fehler so und so und hier und da und hin und her. Das weiß ich selber, was das für ein Fehler war. Und so, legen wir mal hier unten hin. So, jetzt werde ich das Schneckentier noch füttern. Na, Schnecki? Ja, mal Frühstück essen. Mal Frühstück für Schnecki machen, ne? Ja. Ja. So, bitteschön. Komm. Hast du keinen Hunger? Hast du keinen Hunger, Schnecki? Hast du keinen Hunger? Na los, mach Fresschen. So, Freunde, wir sind kurz vorm Ziel, 77 Meilen noch vor morgen. Ich hatte ein bisschen zurückgeworfen heute mit dem Stau und so, war ein bisschen stauig. Ja, wie gesagt, wir haben heute Samstag, morgen abladen, morgen früh um 10 und dann fahre ich hoch nach Maine zum Laden am Montag. Jo, läuft, würde ich sagen. Werd jetzt noch Benzin holen für den Generator. Werd noch mal in den Truckstop reingehen. Und vorher, bevor wir jetzt hier das Video beenden, wollte ich euch noch mal draußen zeigen die Ladung und meine geile Sonnenblende. Ihr habt ja bis jetzt nur von innen gesehen. Und mein Lenkrad natürlich. Warte mal. So, hier ist das Lenkrad. Fährt sich sehr schön damit, liegt schön in der Hand, bin sehr zufrieden und sieht geil aus, möchte ich mal sagen. Ja. Geht doch, oder? Kann man so lassen. So, Generator läuft. Hier ist meine Ladung, 8 Fuß hoch, 6 Fuß Tarps. Wieder diese Plastikelemente hier für, keine Ahnung, Zäune. Keine Physik. So, Leiter habe ich auch bei. Leiter liegt da oben. Die ist festgegurtet. Ja, da wollte ich euch auch nochmal die Sonnenblende zeigen. Sonne kommt natürlich auch von vorne jetzt. Weiß nicht, ob man die sieht durch die Sonne jetzt, weil die Sonne von da vorne kommt. Aber denke mal, sieht cool aus. So, dann werden wir jetzt hier das Video beenden. Wird zwar nicht lang, oder es war nicht lang, aber ich hoffe, es war trotzdem schön. Oh, eine Biene oder eine Wespe. Naja, kleiner Spalt da, oder passt schon. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, das Video. Obwohl kurz war und nicht viel zu sehen war. Wir sehen uns nächste Woche wieder. In alter Frische. Oder, genau, mit einer frischen alten. Sherry hat schon gefressen, war gerade mit ihr draußen spazieren. Werde jetzt nochmal in den Truckstop reingehen, werde mir dann zu essen machen, werde dann was essen und dann werde ich Video schneiden. Weil wir brauchen ja morgen früh nicht allzu früh los. Wir haben noch eine Stunde 24 bis hin. Um 10 muss ich da sein. Also relaxed. Ne? In diesem Sinne, tschüssi und bye bye, euer Mike und Sherry. Macht's gut, wünsche euch einen schönen Sonntag, eine schöne neue Woche. Bis dann, ciao.